So Leute, da bin ich wieder. Weiter geht's hier. Hab mit dem Puma gemeckert. Musste leider sein. Und hab's immer aus meinem Zimmer gesperrt, weil die jetzt nur Randale gemacht haben. Tja. So ist das. Aber ich hab sie trotzdem ganz doll lieb. Meine Katzen. Ach Mensch, wie mache ich denn jetzt die Haare? Wie sah es vorher aus? Ah, das sieht besser aus. Ja, also es ist die Grundfarbe. Da braucht man noch nicht so viel ändern. So ist ganz schön. Lassen wir es erstmal so. Dann machen wir mal mit den Klamotten weiter. Machen wir noch eine neue Ebene. Das soll ja so ein Armeegrün werden. Also so ein Olivgrün, mehr im ungesättigten Bereich, so. Ja, so eins, ne? Da gucken wir mal, ob wir das auswählen können hier. Color Difference runterstellen. Ja, das geht, das geht. Oh ja, hier ist ja noch ein Arm, den muss man auch noch auswählen. Ey, hallo, gemein. Ja, also... Nervt mich immer so ein bisschen mit dem Zauberstab. Naja, nee, also da mache ich das lieber gleich mit Hand. Bin ich schneller. Dann male ich hier mal noch die Haut aus. Ja, also ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich darf nicht zu lange aufnehmen. Nicht, dass ich jetzt hier wieder total vertieft bin und die Zeit vergesse. So... Und die Klamotten über der Hautebene, ne? Dann könnt ihr die Hautebene auch dort unsauber kolorieren. Wie hier zum Beispiel, wie ich das gemacht habe. Ist ja egal. Da kommt sowieso die Klamotte drüber. Also, so kann man das denn hier... Ja, muss man hier dann ein bisschen vorsichtig machen. Aber das Grün ist cool, das gefällt mir. Schönes Olivgrün, Armeegrün. Ja, Armeegrün, da müsste noch ein bisschen in den gelblichen Bereich, ne? Oh, die Haare, die müssen über die Klamotten. Mache ich das mal nach unten, so. Also die Haare, die mache ich immer über die Klamotten, ne? Man hat auch Motive, wo die Haare unter den Klamotten sind. Aber ich mache die Sachen meistens drüber. Drunter meine ich. Und ja, also wenn ihr die Ebenen so einstellt, dann erleichtert es euch ein bisschen die Grundkoloration zu machen, ne? Da müsst ihr nicht ganz so viel radieren und korrigieren, ne? So. Ja, so lange dauert es ja nicht, ne? Ist okay. Ist ja auch nicht so viel, was die anhat hier. Da muss man auch nicht so viel auswählen hier. So. Ach man, ja. Wenn man doch nur nicht so tollpatschig wäre, dann würde es alles viel schneller gehen. So. Hä? Habe ich was vergessen? Hier bestimmt unter den Haaren, da ist bestimmt. Ja, ist doch meistens so bei mir. So. Ja, also dann Fußball gucken in der Cocktailbar. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan, aber wegen meinem Freund gucke ich es halt, ne? Wegen ihm mache ich das. Ja. So. Ja, zum Glück ist es in der Cocktailbar. Da gibt's Cocktails. Da lässt es sich aushalten. Ah. Oh Mann.
So. Ey, es waren auch so viele Feiern die letzte Woche. Ey, da habe ich fast jeden Tag Alkohol getrunken. Ich werde noch Alkoholikerin, wenn das so weitergeht. So, was? Ja, der Gürtel war noch in der Farbe, ne? Nochmal, nochmal. Zeig mal her das Bild. Oh, guck mal mal. Nein. So, ja, genau. Der Gürtel war auch armeegrün. Ja, dann mache ich den auf dieselbe Ebene, weil wenn wir das dann farblich nochmal verändern, damit sich das dann beides anpasst, ne? Dass wir es nicht beides extra auswählen müssen. Das macht sich sonst schlecht. Ja, und hier müssen wir eigentlich theoretisch auch nicht so genau arbeiten, weil die Schnalle ja drüber ist, die kommt dann über den Gürtel. Kann man ein bisschen unsauber arbeiten. Das macht nichts. Und die Gitarre kommt auch drüber. Muss man auch nicht genau arbeiten. So. Ja, also dann werde ich mal die Aufnahme stoppen, damit ich das dann alles noch hinkriege. Vielleicht schaffe ich ja noch eine Manga-Seite zu zeichnen heute. Dann wäre ich bei Seite 25. Ich habe ja gesagt, ich brauche vielleicht so, ich mache so vielleicht 30 Seiten, aber es wird wahrscheinlich viel mehr. Also ich bin jetzt so etwa bei der Hälfte bei der Story angelangt. Und also da kommen wahrscheinlich nochmal so 30 drauf. 25 etwa. So, na gut. Ach, den Rock. Den Rock mache ich noch, ne? Wir wollen ja nicht so sein. So, da mache ich mal. Ja, dann kann ich ja so einen Schwarz nehmen, was ins Rot oder Orange geht. So. So ein braunes Schwarz. Wisst ihr, was ich meine? So ein Schwarz hat hier immer so einen leichten Farbtouch. Entweder blau, braun oder so mehr gräulich. Und dann mache ich jetzt hier mal ein braunes, leicht braunes Schwarz. Ja, Radierer. Ebene habe ich schon. Ne, das ist zu dunkel. Man kann ja das Schwarz immer noch dunkler machen, die Farbe da rausnehmen. So, und der Rock muss unter den Gürtel. Und unter die Haut. Weil hier ist mal eine Hand drüber, da mache ich mal. Ja, versteht er, ja. Macht sich einfach besser gerade. So. Seht ihr, und da ist der Rock. Ah, der ist mir gerade etwas zu braun. Da. Jo. Ja, dann dunkeln wir den noch ein bisschen ab. Oder, nee, nicht abdunkeln. So von der Helligkeit ist es gut. Dann nehmen wir ein bisschen die Farbe raus. Bei Color Deep machen wir mal ein bisschen runter. So. Ja, so ist ganz gut. Ja. Die Augen, soll ich die auch noch grundkolorieren? Oder soll ich die dann extra machen? Ah, ich mache die dann extra. Die Augenbrauen kann ich hier noch machen. Die kommen auch auf die Haarebene. Ne, hier ist noch so eine weiße Linie. So. So. Fantastisch. Ja, und dann kommen die Augen dann das nächste Mal dran. Dann beende ich jetzt erstmal die Aufnahme. Das ist es bis jetzt. Und ja, es wird spannend, Leute. Yay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.